Liebe Zuschauer, herzlich willkommen wie immer dienstags zu einer neuen Ausgabe von HSBC Daily Trading TV. Herzlich willkommen aus Düsseldorf. Heute wollen wir uns mal in die Welt der Einzelaktien begeben. Sprich, wir haben zwei technisch vielversprechend aussehende Aktien und zwar mit unterschiedlichem Vorzeichen uns angeschaut, doch der Reihe nach. Wir wollen zunächst beginnen mit dem Blick in die Welt der Banken, die BNP-Aktie. Viele Investoren fassen die Branche derzeit ja nicht mal mit der Kneifzange an. Wer technisch motiviert ist, wer verstärkt auf die Charts schaut, wird beim mitgebrachten Chart der BNP-Aktie feststellen, dass sich diese Vorgehensweise möglicherweise als Fehler herausstellen könnte, denn in der abgelaufenen Woche hat die BNP-Aktie gleich drei positive Weichenstellungen vorgenommen. Zunächst mal ist dabei die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie zu nennen, aber auch vor allem der Bruch des seit Mai 2007 dominierenden Abwärtstrends, der aktuell bei 45,17 verläuft, und abgerundet wird die positive oder werden die positiven Weichenstellungen der letzten Woche durch die bullische Auflösung einer sogenannten Dreiecksformation, einem klassischen Konsolidierungsmuster, das sich seit Anfang Februar ausgeprägt hat. Und damit steht die Ampel möglicherweise auf grün. Die BNP-Aktie arbeitet möglicherweise an dem großen Befreiungsschlag. Abgeleitet aus diesem charttechnischen Dreieck lässt sich ein kalkulatorisches Kursziel von rund 55 € ableiten, was sehr gut harmoniert mit einem alten Hochpunkt, nämlich dem Hoch vom Juli 2011 bei 54,98, also das die erste Zielmarke auf der Oberseite. Aber der Trade, der sich hier möglicherweise auftut, hat nicht nur Charme, wenn man das Gewinnpotenzial nach oben sich anschaut, sondern auch, wenn man nach potenziellen Absicherungen sucht, denn es gilt immer im Vorfeld eines Trades auch das Risiko zu quantifizieren und das Risiko in den Griff zu bekommen, und als Absicherung nach unten ist eben prädestiniert diese eben angesprochene alte Abwärtstrendlinie bei 45,17. In den Trend sollten wir tunlichst nicht mehr zurückfallen, und neue Long-Engagements, die auf dieser Basis abgesichert werden, haben eben auch oder weisen auch ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis auf, sodass sich bei der BNP-Aktie derzeit eine sehr, sehr interessante Trading-Gelegenheit ergeben könnte. Ja, liebe Zuschauer, als zweites wollen wir uns in die Welt der Midcaps begeben. Die Fuchs Petrolub Aktie haben wir uns herausgegriffen, und ich hatte es eingangs angesprochen. Zwei Titel mit unterschiedlichem Vorzeichen, damit also auch vorweggenommen, dass wir bei Fuchs durchaus vorsichtiger werden, denn es ist ja ein absoluter Dauerbrenner, ein Titel, der einen wahnsinnigen Marathonlauf aufs Börsenparkett in den letzten Jahren gelegt hat. In der Spitze sind wir von 1,72 raufgelaufen auf über 68 €, aber zuletzt ziehen doch etwas dunklere Wolken auf. Der Chart, den ich ausgewählt habe, den ich mitgebracht habe, zeigt das sehr deutlich. Zunächst mal haben wir einen steileren Aufwärtstrend zuletzt gebrochen und sind gleichzeitig in den flacher verlaufenden Trendkanal zurückgefallen. Beides bei gut 62 € verlaufend. Und hier besteht die Gefahr, dass eine ganz alte Trading-Weisheit zum Tragen kommt. Was es nach oben versucht hat und gescheitert ist, versucht es in der Folge nach unten. Also da sehr real die Gefahr, dass wir durchaus kurzfristig uns Korrekturgefahren ausgesetzt sehen. Und das Ganze wird zusätzlich untermauert, wenn man mal die Indikatorenkonstellation sich anschaut, dann ist die doch sehr heiß gelaufen. Exemplarisch habe ich den RSI in Standardeinstellungen mitgebracht, und da sieht man, dass man auch zuletzt eben einen Aufwärtstrend im Verlauf des Oszillators verletzt hat, und damit gehen Charttechnik und Markttechnik, sprich die Indikatorenkonstellation auf der anderen Seite, Hand in Hand. Und das sind immer dann doch besonders deutliche Warnsignale, wenn wir nicht nur Indikator-Trendbrüche haben, sondern auch die entsprechenden Weichenstellungen im eigentlichen Chartverlauf. Und was man jetzt kurzfristig beachten sollte, ist das tiefste Tief der letzten 4 Monate, 58,29. Da liegen wir aktuell schon drunter, also auch da sehr real.
real die Gefahr, dass wir dieses Break per Monat Schlusskurs erhalten sollten, und das würde diesen Break nochmal ein zusätzliches Ausrufezeichen versetzen, und dann sehen wir eine solche negative Weichenstellung durchaus als Katalysator für die aufgezeigten Korrekturgefahren, und man müsste als Korrekturziel auch wirklich mal die Hochpunkte des Jahres 2011 bei gut 46 Euro auf der Agenda haben. Alles in allem in Bezug auf die K&S-Aktie können investierte Anleger also durchaus mal Gewinnmitnahmen ins Auge fassen, denn davon ist bekanntlich noch keiner arm geworden. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Tradingwoche bis nächste Woche an dieser Stelle, und nutzen Sie auch mal das schöne Wetter und genießen Sie den Sommer in Deutschland.